Schröder, der mir vor allen Dingen deswegen so gut gefällt, weil er eben trotz dieser Mittelgröße einen ganz hervorragenden Kopf hat, mit guter Gesamtpigmentierung, hohem langen Widerriss, gerade festen Rücken, guter Länge und Lage der Gruppe. Der Hund ist vorne gut, hinten sehr gut gewinkelt, tritt korrekt hinten. Vorne bleibt ein kleiner Wunsch offen, das sehe ich auch. Und trotzdem gefällt mir dieser Hund, weil ich glaube, dass er dieser hervorragende Mutter, die auf diesem Platz ihre Führung gemacht hat und Auslesen gemacht hat, ein sehr guter Kandidat für eine gute Vererbung sein könnte. Das sind ja alles nur Prognosen, aber sicherlich dann bei diesem Hund auch mal SG3, herzlichen Glückwunsch.